Heute Mittag gegen 13 Uhr kam eine 27-jährige Autofahrerin aus Korbach auf der Bundesstraße 252 etwa in Höhe des alten Forsthauses bei Schmiedinghausen aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet in die Bankette, schleuderte den Abhang hinunter und krachte gegen einen Baum. Die Fahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Ihr Beifahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde von Ersthelfern versorgt. Beide Unfallopfer wurden schwer verletzt in die umliegenden Krankenhäuser Bad Arolsen und Warburg gebracht. Die Straße blieb während der Rettungs- und Räumungsarbeiten in beide Richtungen voll gesperrt. Am Unfallfahrzeug entstand Totalschaden. Die Bundesstraße 252 wurde für die Dauer von ca. 40 Minuten für den Verkehr voll gesperrt.